Und willkommen zurück. Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Tutorial. Tutorial kann man eigentlich nicht sagen, aber wir sind hier auf Vala mit meiner Avenger Titan. Und wenn ihr nicht unbedingt ECN-Alerts machen wollt und ihr wollt einfach nur schnelle Missionen, friedvolle Missionen zum Geld verdienen machen, dann kann ich euch das empfehlen. Ihr springt auf ArcCorp. Bei vielen ist es ja Startplanet. ArcCorp. Ihr seid im ArcCorp-System. Und ihr geht in euer Contracts Manager. Und bei General Delivery gibt es ein paar FTL Career Assignments. Und ihr haltet Ausschau nach FTL Career Assignments, die herum um ArcCorp sind. Und die abgeben im Pet Locker in New Babbage. Das Schöne ist, man kann die ganzen Contracts da, was ich da aktiviert habe, bis auf den letzten, den ignoriert es einmal. Wie sie sechs auf Vala, auf Vala, auf Lyria, auf Lyria und auf Vala aufsammeln. Und das sind alle in New Babbage zum Abgeben im Pet Locker. Das heißt, wir haben da 6.000 sogar, okay. Aber viel mehr, also wir gehen da mit 30.000 raus und fliegen eigentlich nur von ArcCorp nach Microtech. Daher, aber das ist ein super Deal, für, wenn man keine ECN-Alerts machen will, keine Bounty Hunts machen will, zum Geld verdienen. Vor allem am Anfang für Spieler, die eigentlich noch nicht so kampferprobt sind, oder vielleicht einmal friedvoll Geld verdienen wollen, würde ich das weiterempfehlen. Und wir sind da jetzt gerade auf Vala und holen uns die erste Box. Kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, das Video, weil, ja, wir die ganzen Boxen schleppen müssen. Wir hoffen natürlich auf keinen Serverausfall, aber seit den Free Week, also die Fleet Week, die Free Week vorbei ist, können wir gerne besser spielen, weil die Server sind echt um einiges stabiler. Ich habe gestern am Donnerstag, glaube ich, rund 6 Stunden gespielt und habe keinen einzigen Ausfall gehabt. Natürlich hat man immer die Glitches und Bugs und so weiter, aber das haben wir ja eh schon gewöhnt. Zum Beispiel, dass ich meine Laderampe jetzt nicht öffnen kann. Aber so ein K30 Server Dings, den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Seitdem die Fleet Week aus ist. So, wir haben die erste Kiste an Bord. Das heißt, wir starten wieder unser Schiffchen. Unser bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im ganzen Spiel, glaube ich, ist es die, neben der Cutlass Black ist die Titan, glaube ich. So, wir sind ja jetzt auf Vala, genau. Dann hüpfen wir da in unseren Contract Manager rein und suchen uns, das ist Lyria und das ist Vala, dann tracken wir das. Hüpfen raus, hüpfen Vala rein und setzen dahin eine Route. Launch complete, natürlich. Von Planet zu Planet Location springen. Man muss immer eine Höhe 10.000 Meter erreichen, glaube ich. Erst dann geht der Quantum Drive, das heißt 90 Grad nach oben eigentlich. Und schon sind wir auf 10.000. Wir warten ein bisschen, dann schalten wir die Engine auf, bremsen ein bisschen, damit es nicht schwarz wird vor die Augen. Jetzt wird es nämlich rot vor die Augen. Quantum Drive rein. Punkt anvisieren. Und wir hoffen es Beste, dass der Quantum Drive uns nicht verpackt. Ja, schaut gut aus. Und wir springen zum nächsten Punkt. Und holen uns wieder 8.000 an Bord quasi. Und auf New Babbage ist es dann das gleiche. Abliefern, abliefern, abliefern und wie man schon so schön sagt, im Steirischen, der Fisch ist putzt, der Fisch ist gereinigt. Der Fisch ist cleaned. Vor allem Anfänger würde ich so eine Missionen eben empfehlen, weil sie bringen Geld. Sie bringen, ich schätze mal, in einer Stunde 50k. Und da sind wir bei ECN Alerts mehr oder minder dabei, wenn man effektiv und schnell ist. Man kann natürlich sehr ineffektiv sein, wenn man seine Routen ineffektiv plant.
Aber es ist das das Leichteste, wie man schnell zum Geld kommt für Package Missions quasi. Break, break, break! Ja, man muss halt immer für so eine Missionen Ausschau halten, weil sonst wird man nie reich. Ich muss jetzt auch nicht wirklich immer auf dem Landebett landen, aber da das Pickup eh da gleich daneben ist, passt das gut. Wir kommen senkrecht rein, ich weiß, bin nicht der beste Pilot, aber es reicht für uns da. Wir drehen auch gleich die Landerampe zum Pickup-Dings, dann auf 0. Und wir gehen gleich hinten raus, weil dann haben wir gleich die Laderampe offen, wenn wir wieder zurückkommen. Also, es ist alles Kosten, Nutzen und Zeit. Ich wollte eigentlich keine ECN-Alerts mehr grinden und so weiter, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einmal FTL-Kurierdienste wieder und dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich der effektivste Weg, das durchzuführen? Und dann bin ich drauf gekommen, hier auf ArcCorp. Im ArcCorp-System kann man alle Packages relativ schnell einsammeln. Jetzt sicher noch ein paar mehr annehmen können, aber ich wollte es euch jetzt einmal sagen mit der 4. Und konnte relativ hoffentlich schnell auf ArcCorp abgeben. Guten Tag, ich hole nur ein Paket. Mein sexy Helm. Und Airlock Cycle. Und schon wieder 8000 in der Hand. Das läuft ja gut. Run, run, Chrissy, run, Chrissy, run, run, run. Ach, es ist so schön, wenn man Zeit ausgleich hat. Ein bisschen Zeit zum Star Citizen spielen und streamen und Video machen. Wunderbar, wir placen das hier. Wir schließen die Ladebucht. Ich frage mich nur. Okay, passt. Noch effektiver zu starten. Können zu können. Heben wir gleich ab. Lande geh rein. Autopilot rein. Und dann können wir gleich rauf beschleunigen auf die 90 Grad Höhe. Altitude hat sich ein bisschen. Und dann springen wir in die Map rein. Dann nehmen wir den Accepted, den nächsten. Den haben wir glaube ich Valer, ne? Das ist Lyria, das ist Valer. Und das ist Lyria und das ist Vala. Wir tracken den und dann haben wir noch zwei auf Lyria, gell? Okay. ArcCorp Mining, Set Route, Clear Route, Doppelklick auf den Planeten, Doppelklick rechts, Doppelklick rein, die Map spinnt. Kann nichts machen. Set Route, na, funktioniert nicht. ArcCorp Mining Area 048. Mining Area 048, da wir können das auch so anvisieren, das funktioniert auch super. Müssen wir nicht immer Routen setzen. Wunderbar. Gott, ist das ein schönes Skyline da. Ich habe übrigens die Grafik wieder auf High aufgestellt, weil ich merke keinen Unterschied zwischen High und. Ja. High und Medium. Es haben auch geschrieben, viele im Forum, dass der Low-Grafik-Settings am schlechtesten vorbereitet wurden, oder wie man da so schön sagt. Landing gear deployed. Hält's vor, abbremst. Landefreigabe brauche ich da keine. Aber sie funktioniert dann. Ich war heute wieder mal beim Friseur, das freut die Mutter. Mutter, da brennt die. Na, stopp, aus. So, dass sie so merken, dass ich da bin. Ne?
Also, wie schon gesagt, zum Universum kennenlernen und starten und landen ist das echt der beste Methode, sich einmal im Universum, im Schiff, auf dem Planeten zurechtzufinden. Hüpft nicht gleich rein und macht Bounty Missions oder was auch immer, irgendeine Special Aufträge, weil ihr werdet mit euch ein Starterschiff sowieso es recht schwer haben. Aber schaut, dass man das nicht einsammeln kann. Oder meinen kann. Das wäre cool. Vielleicht gibt es da Höhlenmission. Das könntet ihr auch noch machen. Als Tutorial fürs nächste YouTube-Video. Guten Tag. Bla 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 bla. Ja. Es heißt mit Jela sind wir. Wie heißt der Planet da? Wurscht. Mit Vala, genau, Vala Morghulis sind wir fertig. Das war von Jahr übrigens, Game of Thrones letzte Staffel. Furchtbar. Mit Vala sind wir fertig. Wir holen noch zwei Packages auf Lyra und dann ab nach New Babbage. Wir hoffen auf keinen Serverausfall, wie die Schweizer sagen würden. So, wir replacen dich hier. Sehr schön. Mein kleines Paket-Imperium wächst und wächst. Ganz so effektiv wie ECN-Alerts ist es natürlich nicht, aber man hat erheblich weniger Risiko, was Flugsicherheit und so weiter betrifft. Ich bin heute wieder mal gestorben an ECN-Alert, glaube ich, weil ich nur mit dem Gegner gespielt habe und den so schnell wie möglich kaputt machen wollte, aber ja. Wurscht. Wir sagen Accepted und gängen die Lyra-Track, das ist die erste Lyra-Mission, dann haben wir eine zweite. Und am Schluss muss ich was aus New Babbage mitnehmen nach Hurston. Die habe ich mal drinnen, die Mission. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie machen werde. Wir spulen unseren Quantum Drive. Ja, und so lasst es aushalten. Und weil wir nach Lyra fliegen, hole ich mal schnell was zum Trinken. Praktischerweise, da das ein YouTube-Video werden wird, können Sie jetzt nach vorspulen, bis ich auf New Babbage ankomme werde. Und meine Lande, meine Deliveries noch beobachten. Das Tutorial ist eigentlich aus. Ich habe euch gezeigt, wie und wo ihr die Sachen findet. Fliegt nach ArcCorp. Pickt die ganzen Pakete für New Babbage in dem System auf Vala, Lyra und Vala und Lyra. Es gibt immer Vala und Lyra, sehe ich gerade. Und dann fliegst du nach New Babbage. New Babbage, die Stadt auf Microtech, die Hauptstadt quasi. Denke ich mal. Daher. Und da alles abliefern, was geht. Es ist praktisch, man muss gar nicht unbedingt Routen setzen, glaube ich, für die Missionen, weil man kann die Punkte dann eh pick-up auf dem Planeten anvisieren und einfach quanten und traveln hin und fertig. Das ist recht praktisch. Jubin Mining Facility. Schau, dass er da nicht auf 10 Kilometer geht. Da hätte er schon ein bisschen mehr näher ranfliegen können. Ah, wir fliegen durch die Wolkendecke. Und die Engines overheaten, weil wir da anscheinend jetzt in der Atmosphäre sind, oder? Nein, doch nicht. So, wann soll ich da bremsen? Bei 6000 einmal. Break, 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 break. Viel zu spät, oder? Aber gar nicht so viel spät. Bei 7000 bremsen wir mal.
beim nächsten Anflug und dann hätten wir das auch. Landing gear deployed. Ihr seht es, landen, starten, landen, Quantum, springen, beladen und so weiter. Das ist so super zum Kennenlernen vom Spiel, so eine Mission. Und Geld kriegst du auch noch dafür. Bin ja drauf und dran, die 2-Millionen-Marke zu knacken in dem Spiel. Es wird dann mein nächster Stream sein, wo ich mir Prospektor kaufe. Falls ich es verliere, habe ich dann Streambeweise. Ja, okay. Lyra ist natürlich kalt. Minus 35 Grad. Und mein Display beschlägt. Das sind High Graphic Settings, ja. Das habe ich bei Medium nicht gehabt, so eine Tropfen, die gefrieren und wieder zerrinnen und so weiter. Und jetzt verdampfen. Guten Tag. Bla 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 bla. Um das Spiel so effektiv wie möglich zu spielen, sollte man das so wenig wie möglich ausprobieren. So wenig wie möglich Knöpfe drücken und so weiter. Zum Beispiel hätte ich jetzt mit dem Typen da reden können, aber was ist, wenn er auspackt und ich bleib stecken oder irgendwas im Gespräch, kann nicht mehr F benutzen oder was auch immer, dann habe ich das alles umsonst gemacht. Deswegen, wenn man Missions und Geld grinden will, konzentriert sich darauf und probiert keine Stunts oder irgendeine Aktionen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Very good. Perfekt. So. Wir springen wieder auf 10.000 Meter. Und dann machen wir die letzte Abholaktion. Launch complete. Launch complete. So. Und das letzte, was wir exhibiert haben, auf... Das ist ein Lyra-Track. Das sind natürlich alle legal. Drop-off ist da. Na, oder? Ach du meine Güte, jetzt habe ich mich verwirrt. Na, wir haben eine falsche Mission aktiviert, glaube ich, getrackt. Wir müssen schon tracken auch, oder? Hey! Ja, nach dem Babbage muss es bringen, aber der Poncho. Das bin ich. Ich hab das schon an Bord. Das, die Kiste habe ich schon an Bord. Das war jetzt Lyra. Dann gibt's da noch Valahoma, Lyra. Tracken wir mal das. Ah, jetzt habe ich den richtigen Marker wieder gefunden. Wow, ich hätte fast... ich bin so dumm, ich hätte da stehen bleiben können. Ich sehe es, das ist noch effektiver, wenn man zwei Packages an einem Ort aufklauben kann. Das werden wir dann in New Babbage beim Abgeben auch probieren. Coming in hot. Fuck. Woo! Senkrecht ist man dann doch immer schneller als wie waagerecht zum Ziel. Haben wir jetzt Schaden genommen? Ja, unser Flügel brennt. Solange unser Frachtraum nicht brennt. Fuck, das war mein Fehler. Viel zu schnell runterkommen. Das war mein Fehler, sorry. Aber es macht ja nichts. Wir haben mit den vier Kisten genug an Reparaturkosten eingespielt, hoffentlich. So, wir holen uns die letzte Kiste und dann sind wir unterwegs nach New Babbage. New Babbages. An diesem kalten Septembermorgen auf Lyra.
Retrieve. Die Kiste natürlich. Guten Tag. Kiste abholen noch einmal. Ich weiß, ich war vor 5 Minuten schon einmal da, hab mich im Flug geirrt und... Request not found. Irgendwas haut da nicht hin. What can I do for you? You can check your system, please. Okay. Hätte mich auch gewundert, weil irgendwas war da ein bisschen falsch mit den Packages. Aber macht nichts. Ja, gut, passt. Wir nehmen die 4, was wir an Bord haben, und bringen dann noch ein New Babbage. Also mir reicht's da. Jetzt bin ich in den Planeten reingecrashed mit meinem schlechten Landeanflug. Zum Glück war mein Landing hier raus. Das hat ein bisschen vielleicht abgefangen. Aber meine rechte Tragfläche ist kaputt. Wir machen nicht, wir haben da jetzt 8000, sind 24.000, 32.000, das ist ja auch gut. Statt 40.000 sind es jetzt 32.000, aber 32.000 in jetzt gute, Viertelstunde oder so. Fuck! No? Please? So, jetzt drauf. Wir beschleunigen. Wir nehmen einmal die Mission da, was wir da gerade gehabt haben. Und ich lasse es einmal drinnen. Ich weiß nämlich nicht, ob das rausgepackt ist oder nicht. Das hätte ich auch den weg, weil den muss ich noch nach Hörsten bringen, oder? Ja, noch hörst du, den haben wir mal weg, abandon, weil der verwirrt mich nur. Eine davon ist gepackt, aber das macht jetzt nichts. Wir fliegen nach New Babbage. Die gepackte haben wir, glaube ich, eh ausgewählt, aber... Wir versuchen nach New Babbage zu kommen. New Babbage. New Babbage, Orbital Mark 1. Wunderbar, so. Ich glaube, ich schmeiß den, was ich jetzt gerade track, raus. Abandon. So, D4 haben wir. An Bord hoffentlich auch. Und wir fliegen nach New Babbage. Ich drücke immer M für Map verlassen. Das ist eine Angewohnheit. Ihr seht, es sind 59 Kilometer. Man sagt mal, Quantum Fuel ist Exos. Ja, ist relativ am Limit. Ich habe einen Atlas übrigens drinnen, den kann ich mein Loader da mal derweil zeigen. Das sind meine verpackten Schiffe, das ist mein Venture-Type, die ich gerade fliege. Propulsion Quantum Breath Atlas. Size 1. Cool, aber wir haben Ultra Flow und einmal Zero Rush. Powerplant habe ich das JS300. Schild habe ich die Palisade und die Mirage. Und Weaponry habe ich austauscht. Meine 2 Undermount Waffen da. Auf Scorpions, das war es eigentlich. Und eine Ignite 2 Missiles mit. Was mich mehr interessieren würde, und vielleicht wisst ihr das, ich habe da Mustang Omega. Wie ihr seht, habe ich da jetzt meine Scorpions oben. Und da habe ich noch irgendein Mounting-Dings, oder? Stimmt das? Ich habe nämlich links und rechts die Yellow Jackets raus und da kann ich nichts anklicken. Ich muss jetzt zuerst ein Gimbal Rocket Pods kann ich da kaufen. Naja, wurscht. Können wir noch ins Personal Equipment Manager reinschauen. Die Sonne blendet, aber ich kann nichts dafür. Mein sexy weißer Anzug habe ich, glaube ich, eher auf New Babbage gekauft. Bin mir nicht mehr sicher. Waffen, sind zwei NPC-Waffen.
Okay, keine Ahnung. Ich sollte mal. Warum heute halt 4 im Einsatz und es werden mir nur 2 angezeigt? Wurscht. Es ist mein verpacktes Inventar. Irgendwann einmal, glaube ich, wir einen Charakter Reset machen. Wenn ich meine 2 Millionen geknackt habe und mir die Prospekte gekauft habe, momentan sind wir ja bei 1.755.000, bald 1,8 Millionen. Yay! Also, liebe YouTuber, ihr könnt das Video jetzt überspringen. Würde ich sogar wärmstens empfehlen, um eure wertvolle Zeit vor dem Bildschirm zu ersparen. Things to remember. Wahnsinn. Ich schaue da gerade auf Instagram irgendwelche Fotos durch, aber eigentlich ist es wertlos. Ich tappe mal kurz raus und schaue mir da auf R-Cool. Da stelle ich mir die Mustang Omega noch einmal ein. Sinu Mustang Omega. Nein, ich kann da nichts raufgeben, leider. Ich kann da wirklich nur ein Yellow Jacket reingeben, glaube ich. Ich glaube, in der Racing-Variante. Kann ich nichts auswählen, leider. Ich tue da gerade ein bisschen Schiffe schauen, aber ich finde da eigentlich eh nicht wirklich viel RC Mantis. MSSC Prospector. Naja, gut. Ah, da gibt es jetzt leider nicht viel zum Schauen bei mir. Ja, ich empfehle euch, nützt die Zeit sinnvoll, da weil es Quantum Travels geht's abwaschen, oder?
eure Wohnung putzen oder aufs Klo oder was trinken. Stay hydrated. Wenn wir schon bei Parolen sind. Black Lives Matters. Es ist furchtbar, was da gerade in der USA abgeht. Da merkt man, wie viel Hass und so aufgestaute Gefühle in den Amerikanern oder was auch immer drinnen ist. Keine Ahnung. Es ist wirklich nicht sehr angenehm, das Ganze da drüben anzuschauen. Übrigens habe ich mir 16 GB RAM dazu bestellt. Ich glaube, das Spiel läuft einfach noch besser dann mit mehr RAM. Dä 32.000 an Bord. Wir müssen dann nur mehr in der Landing Pad Locker in New Babbage abgeben. Wir geben einmal eine Kiste ab und dann schauen wir, wo die anderen zum Abgeben sind. Vielleicht können wir die gleich alle in einem nämlich abgeben. Das wäre natürlich noch geschickter, sag ich mal. Geschickter. Eine halbe Million Kilometer noch. Ein Drittel Million Kilometer noch. Eine Viertelmillion Kilometer noch. Achtelmillionstel Kilometer noch. Ein Zehntel. Und so weiter und so fort. Wie schön der Quantum Drive abbremst. Brakes, 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 breach, breach, breach. Delivery drop off. Kann ich denn jetzt? So kann ich nicht anvisieren. Ich klicke das einmal doppelt rein. Da sind wir jetzt im Microtech System. New Babbage, set route. Okay. Wir müssen sowieso nach New Babbage. Bewegen da. Ich hoffe, wir crashen nicht in den Planeten rein. Das ist mir nämlich schon tausendmal nicht, aber ist mir schon oft genug mit Waage an Bord passiert, leider, leider, leider. Schreibt der Chap so. So, und das ist die Stadt New Babbage. Rechts ist das Spaceport. Aber da wollen wir nicht hin. Denn wir müssen da zu der Stadt da hinfliegen. Zu den. Zu diesem. Block. Das weiß ich. Wie viele Einwohner die Stadt hat, keine Ahnung. Lore-wise bin ich da nicht so. Ich weiß nicht einmal, wie das Spaceport da drüben heißt. New Babbage Spaceport wahrscheinlich. Ja, ein Cruise Control rein und ja, das geht jetzt eh gemütlich dahin. Ja, toll. Jetzt haben wir unseren K30 bekommen und wir können unsere Waage wahrscheinlich nicht abliefern. Deswegen macht diese Missionen nicht. Oh, es ist so geil, oder? Es ist so geil, das Spiel. Es ist so geil. Wir schauen, vielleicht haben wir Glück, es ist noch alles da, die Missions sind aktiv, aber ich... Nope. Wir sind wieder auf ArcCorp, auf der Station, wo wir das Spiel gestartet haben. Unsere akzeptierten Missionen sind weg, unser Schiff ist weg und unsere Packages sind weg. Das heißt, was macht's? Macht's ECN-Alerts und grindet's das oder was? Ich weiß es nicht, aber
Delivery Missions sind so anfällig für Server Crashes, weil alles weg ist. Nix, für nix war das jetzt leider Gott. Das war ein super Tutorial, wie man es nicht machen soll und warum das Spiel noch in einer Alpha ist. Ich sage danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, euer Steinchen. Kotz.